Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, und jetzt gehen wir hier einmal kurz Richtung Hemlock Holds. Hoffentlich haben Sie ordentlich Hunger mitgebracht. Aber natürlich. So, nehmen wir natürlich mit. Gucken wir mal, wo sind sie? Da oben sind die Yaogwai und da unten sind die Rathirsche. Hauen wir mal gleich auf den Butz. Holen uns die Hirsche. Würde ich mal sagen. Und gucken dann mal, dass wir auch genug bekommen. Also ich werde jetzt auch kein Yaogwai-Fleisch oder so jagen. Explizit. Ach, jetzt habe ich doch wieder Jack. Na gut. Ist er in Ordnung. Ist wie gesagt spät in der Nacht. So, einfach schön rein da. Trifft die richtigen. Ich hoffe, ich kann da noch alle gut looten. Notfalls muss ich da nämlich anders rangehen. Aber gut, wir haben schon mal einen Leichenhaufen erschaffen. Jetzt nehme ich... Nee, halt, das war falsch. Ich brauche ja Tinker, brauche ich ja drinne. So, machen wir hier mal kurz die Leuchtsicht raus und dann nehmen wir mal die Extra-Wurst rein. Und gucken gleich mal, ob die Suchfunktion gut funktioniert oder nicht. Ah, okay, sie geht heute. Sie möchte, dass wir heute was machen. Okay, jetzt haben wir auch das Yaogwai-Fleisch dann auch gleich gut drinne. Nehmen wir natürlich noch ein bisschen mehr mit. Privatbedarf und so. Und wir müssen heute in den Vault 94 und ich werde auch gucken, dass wir heute den Vault 94 dann auch noch schaffen. Weil das ist ja nach dem letzten Mal jetzt auch wieder die richtige. Also sprich, es fängt jetzt wieder an mit dem Wasser. Was gar nicht mal so schlecht ist. Na komm, gib mir nochmal Yaogwai-Fleisch. Ne? Gut, dann nehmen wir nur noch das Hirschfleisch. Und jetzt habe ich mir die ganzen Tatos und so weiter vergessen mitzunehmen. Egal. Können wir uns ja gleich noch holen. Dann packe ich jetzt erstmal extra Wurst raus. Grüni Daumi rein. Dann holen wir uns jetzt einmal kurz die Tatos. Und ich komme auf die neuen Event-Symbole immer noch nicht so richtig klar. Ich habe ja zwar schon ein bisschen wieder gespielt, aber es sind halt neue Symbole und ja. Wollen wir mal gucken, ob wir heute auch Kollisionskurs triggern können und ökologisch... Erst alle Questen verlieren und dann kriege ich sie alle wieder, oder was? So, jetzt können wir nochmal gucken. Hier haben wir 4 Säure drin und derzeit sind... Ja gut, diesmal hast du dich aber angeschränkt, Bot, wa? Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Quatsch. Warum gehe ich eigentlich rein? Ich muss doch raus in den Garten. Kommt wieder Tür zu. Gut, wir brauchen Karotten. So, dann brauche ich Tatos und Mais. So, kriegen wir noch mal ein bisschen extra. Ja, ich glaube, das dürfte reichen. Sammle Bodendaten. Ja, das können wir dann... Ich weiß noch gar nicht, wie lange jetzt Lightwolf schon ist. Egal, wir geben jetzt erstmal ab. Dann gucken wir, ob noch Lightwolf da ist. Dann können wir es auch nochmal mitnehmen. Gegen einen Lightwolf ist ja nichts einzusetzen. Oder auszusetzen. Sagen wir mal eher so. Und mit den Community-Events... Sagen wir so... Ja, dass sie jetzt öfters mal starten, ist okay. So finde ich jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist aber, so wie es mir jetzt aufgefallen ist, es geht trotzdem kaum einer dahin. Also, es sei denn, es ist Uranrausch. Also Uranrausch habe ich bis jetzt immer voll gesehen. Und da ist eigentlich eher so das Problem,
Ich gehe mal kurz von ein bisschen von ihm weg. Er quatscht mir ein bisschen zu sehr zu. Also bei dem Uranrausch ist es halt eher so... Naja, die Leute versuchen sich gegenseitig die legendären Mobster wegzukassen. Was ich nicht so cool finde, ne? Weil man kann eigentlich mit jeder Waffe einen Nahkampfangriff ausführen. Man muss sie jetzt nicht aus 2 Kilometer weit gleich wegsnipen und hast du nicht gesehen, One-Hitten. Erst recht, wenn da jetzt auch mal kleinere bei sind. Das ist dann halt immer so... Naja. So, jetzt haben wir das auch fertig. Können wir noch mal kurz gucken, ob Monzi von Grafton da ist. Brauchen du ihn jetzt nicht, aber... Ein bisschen Öl wäre schon nicht schlecht. Aber sieht nicht so aus. 1302. Ja, kann man nehmen. Ach, da hinten ist er. Aber selbst er gibt ja jetzt gut EP. Es gibt ja jetzt alles gut EP. So, den haben wir eigentlich gut angehittet. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Lass mich erstmal richtig in Ruhe nachladen hier. Aua. So, jetzt mache ich dich auch nochmal alle. So. Ein bisschen Öl muss sein. Gut, jetzt erstmal hier ein bisschen aus der Suppe rausstellen. Ja, Lightwolf nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann könnte ich mir nämlich auch die Cranberry noch holen, weil die habe ich mir ja auch noch nicht geholt. Das wollte ich nämlich als nächstes machen. Ich hoffe mal, oben ist mal wieder einer drin. Dass man dann sagen kann, okay, hey, man nimmt mit, was man kriegen kann. Und jetzt gibt ja sogar das Event, also egal welches Event, es gibt ja alles jetzt EP. Das finde ich ja gerade das Genialste. So, dann wollen wir mal gucken. Sieht aus, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat... Einer ist direkt da oben. Okay. Dann fangen wir ihn doch gleich mal ab. So, einmal schnell hier durchhechten. Alle hops. Ach nee, das sind die Bodendaten. Ja gut, dann nehmen wir die auch mit. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt muss ich kurz gucken. Da unten die. Jo, da können wir schnell hinflitzen. Machen wir schnell den Flitzer. Eigentlich kann ich mich voll mit Wasser trinken hier. Ich habe sowieso zu viel Wasser bei. Und brauchen du es momentan nicht wirklich. So, Flitze, 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 Flitzebogen. Da oben müsste das schon irgendwo stehen. Denn wir brauchen ja jetzt auch ein bisschen legendäre Scheinchen. Habe ich ja jetzt auch wieder ein paar auf Reserve hier schon. Und ja, wir müssen auch heute noch Brandbestien für die Community töten. Auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession. Also 10 habe ich mir vorgenommen. Die stehen hier mit auf meinem kleinen Zettel. Weil wenn wir jetzt genug gekillt haben, aua, gibt's auch schöne Belohnungen wie Fleischhapperhapper oder so. Spielersymbole, eine Frisur, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf hab. Also, ja, warum denn nicht? Ist mal was Neues. Das heißt, man muss eigentlich nur Brandbestien in der ersten Woche töten. Und da diese Woche, also wenn ihr das seht, dann ist die Woche ja schon wieder fast um. Das geht zwar in der nächsten Woche genauso weiter, aber mit... Nee, Quatsch. Nächste Woche gab es ja dann auch nur einmal Brandbestien töten. Ich glaube 100.000 Brandbestien mit der Community töten. Ich hoffe mal nicht, dass die Königin gemeint ist. Aber glaube ich auch nicht dran. Weil sonst hätten sie ja Brandbestien Königin hingeschrieben und nicht Brandbestien König. Also nur Brandbestie. Deswegen
gehe ich davon aus, dass Brandbestien gemeint sind. Und an denen kann man übrigens auch sehr geil leveln. Ich habe jetzt mir immer vorgenommen, so täglich 10 Stück von denen umzunieten. Mindestens 10. Das heißt, 70 kann ich dann sagen, jo, die sind dann immer täglich von mir. Die steuere ich erstmal bei. Das ist jetzt zwar nicht viel, aber auf jeden Fall dürfte es helfen. So, und das nächste. Nochmal ein Holzbeinchen. So, dann muss ich jetzt sowieso auf das andere warten. Und hier nochmal einen Baum festhängen. Kommt immer gut. So. Klopp euch alle um, ihr gebt mir EP. Und hier nehmen wir uns dann auch gleich die Cranberry mit. Da hatten wir noch einen. Ich werde mir jetzt zwar keine Cranberry-Soße basteln, aber auf jeden Fall Cranberry-Auflauf, der muss drinne sein. Gerade jetzt, wo ich sowieso auf ja, Epi-Jagd bin, sollte der mit drin sein. Der ist da unten. Okay. Wie viel Cranberry habe ich jetzt? Cran. Das wäre ja C gewesen. Oh, 14 Stück. Das heißt, ich kann 14 Kuchen basteln. Das reicht dicker aus. Den wollen wir mal. Ganz fix den bissigen ausschalten. Gibt ja auch nochmal Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte sind ja das, was ich jetzt hier benötige. Also ich hoffe, dass ich pro Aufnahmesession mindestens 5 Level hinkriege. Also es muss jetzt nicht pro Folge sein oder so, aber 5 Level pro Aufnahmesession möchte ich schon erreichen. Und holy shit, warum rennt ihr denn jetzt so? Ja, jetzt wartet doch mal. So. Alter Schwede, ist der schnell, der Bissige. Ach nee, er ist der Einzige, der geht. Alle anderen rennen, aber er geht. Okay. Ja gut. Alter, hier ist aber wieder fett was los. So. Na. Irgendwann reicht's hier aber auch. So, dann haben wir das. Dann hatten wir hier hinten die Luftdaten sogar noch. Wir haben auch noch den Schießstand. Oh, wir haben noch ein bisschen was. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weitere Events abklippe, hole ich mir jetzt erstmal noch meinen Cranberry-Auflauf. Und ich habe mir wieder das Esther nicht geholt. Vom Friedhof. Ja, gut. Passiert. Nur mir. So, dann machen wir jetzt noch eine Runde kochen. Kann ja hier nochmal reingucken. Er ist schon wieder im Boden. Er fällt sogar durch den Boden. Ah, er kann sich auch wieder hochteleportieren. Er hat sich hochgekrabbelt. Ja, also ich werde das Ding jetzt mal nur immer so aufsammeln, wenn wir jetzt in der Aufnahme sind. Ansonsten lasse ich das Ding zu. Oder halt mal die Finger davon. Und dann könnt ihr ja selber einschätzen, ob es euch das wert ist oder nicht. So, machen wir jetzt hier mal ein bisschen Tato-Saft. Ich brauche die ganzen Tatos sowieso nicht. Und Cranberry-Auflauf. Was hätte ich denn eigentlich für die Soße gebraucht? Jetzt interessiert mich das. Cranberry-Marmelade. Wo war denn das? Cranberry-Saft. Cranberry-Soße. Flaschenkürbis fehlte. Zucker. Und abgekochtes. Ja gut, gibt auch 10. Ist halt eigentlich auch deutlich besser, aber ich mache jetzt hier nur mal den Cranberry-Kuchen. Also den Aufilauf. Kostet momentan am wenigsten. Und dürfte eigentlich bei dem Doppel-EP-Event auch reichen. So, dann machen wir jetzt hier mal wieder zumachen. St
Strahlung wegmachen. Und ich hätte auch das ganze Gedöns noch wegknallen können. An Fleisch und so. Hello. Would you like some sausage? Daddy, would you like some sausage? Okay. Ich hab wieder was vergessen auszumachen. Profi in die. Would you like some sausages? Mit dem los. Daddy, would you like some sausages? Daddy, would you like some sausages? So. Soll er doch machen. Nee, du bist nicht eingesperrt. Ich geb dir gar nichts. So. Jetzt wollen wir hier aber doch mal ein bisschen was in den Kühlschrank reinpacken. Mal gucken, gleich ist er sowieso voll. Jetzt habe ich 4 Stück drin. Mach ich mal 5 rein. Und dann mache ich den Rest auffüllen mit gegrillten. Ja, Zeug. So, dann machen wir jetzt hier nochmal einmal kurz kaputt. Oh, 2x Laserpistole. Die. Oh, das war der falsche Perk. Egal. Werde ich überleben. Aber Plastik ist Plastik. Alter, 700 Kilo wiege ich. Mann, bin ich dick, du. Gut. Dann holen wir uns jetzt nochmal beim Haus der Kürbisse. Die Kürbisse schnell ab. Die hätte ich eigentlich auch verwenden können. Ja, da sieht man mal, ich denke mal wieder überhaupt nicht nach. Und zur nächsten Aufnahme hin werde ich dann halt auch nochmal wieder ein bisschen was umstellen. Vergesse ich halt immer, wenn ich privat spiele und dann, ne? Ich dann immer versucht dran zu denken, aber es dann trotzdem nicht schaff. Gut, grünen Daumen haben wir ja noch drin. So viele Kürbisse. Dann können wir den nämlich auch gleich loswerden. So wenig Zeit. Sie da? Ja, ich erinnere mich an Sie. Möchten Sie noch mehr Samen? Ja. Darfst du uns die Quest geben? Dann rennen wir nämlich schon mal los und holen uns jetzt hier den ganzen Käse. Zack, 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 zack. Und schon sind wir fertig. Und kriegen EP. Ah, ich liebe Doppel-EP-Event. So. Ah, und ich habe jetzt gar nichts gefressen an Auflauf. Na, ist ja mal wieder typisch ich. Stell mir das Zeug extra her und dann benutze ich es noch nicht mal. Eieieiei. So, da unten hatten wir dann noch Wasserdaten. Ja, die sind ja heute eigentlich relativ einfach zu sammeln. Dann holen wir uns jetzt erstmal da die Luftdaten. Die Luftdaten brauchen wir definitiv. Und dann müssen wir mal schauen. Würde ich, glaube ich, erst zur Schießanlage gehen wollen. Ja, Schießanlage wäre ein Deal. Ist ja auch ziemlich easy Quest. Und dann muss man mal gucken. Machen wir jetzt quasi erstmal die Dailies. Laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Nicht ganz. Hier hinten in die Richtung müssten wir. Ha, jetzt kriegen wir die Questbelohnung. Wir sind halt deutlich schneller heute. Oh, selbst für die einfache Quest 1300 EP. Oh, ich liebe es. Jetzt muss ich auch gleich in die Powerrüstung, glaube ich, bald reingehen, weil war ja Powerrüstung und gut genährt. Na, eigentlich könnte man ja auch sagen, hier, man macht jetzt das Level für alles eins. Das heißt, ich mache ein Level mit gut genährt, mache ein Level, dass ich 76 bin. Und ein Level dann, was weiß ich, in der Uniform und dann ein Level in dem. Könnte man eigentlich auch machen. Hier oben. So, dann gib mal her.
Jawohl. So, dann fehlt uns nur noch das Wasserholoband. Ich porte jetzt aber trotzdem frecherweise, auch wenn wir eigentlich laufen könnten. Das Hornstrauch-Event, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Es war auch easy für unser Charakterbild, aber nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erstmal schauen. Reingucken. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das mit dem Vault wirklich als allerletztes mache, weil normalerweise mache ich ja eigentlich immer als letztes von den ganzen Atomen die Stufe. Ist aber bei Doppel-EP nicht wirklich must-have, weil es dauert nicht so lange. Deswegen, naja, die Stufe wird wohl wahrscheinlich noch vorher sein. Dann würde ich sagen, den Vault, den schieben wir uns wirklich zum Schluss auf. Und 50 Meyerlurks, ja gut, 50 Meyerlurks sind 50 Meyerlurks, ne? Die dürften eigentlich auch relativ easygoing runtergehen. Gerade bei den ganzen Gegnermassen, die wir da drin haben. Und Munition dafür habe ich eigentlich auch noch genug, also... Ist jetzt noch nicht mal irgendwie was, wo ich sagen muss, oh, oh, oh. Ich habe da jetzt Probleme mit. Und zur Not, Lucky Hole könnten wir auch noch gehen. Stahl können wir uns über die Supermutanten auch noch gut besorgen. Alles kein Thema. So. Ich reiß euch jetzt erstmal die Beine ab hier. Nimm euren Schrott mit. Okay. Das ist der wegportende Bull. Das ist das Geräusch da. Wie er sich klammheimlich wieder aus dem Staub macht. Um ja nicht gegen dich kämpfen zu müssen. So einfach ist das. Ich glaube, ich sollte jetzt gleich schon mal in die Bagger gehen. Ansonsten kriege ich, glaube ich, ein klitzekleineres Problem. Ich kann es nämlich immer bei Doppel-EP-Event, kann ich das mit der Stufe immer sehr schwer einschätzen. Wie viele noch fehlen und so. Und weil die ja halt wirklich das Doppelte manchmal geben und dann auch noch das Doppelte auf den ganzen Bonis, die man dann sonst noch so hat. Wie schlafen gehen oder halt auch, ja, Cranberry-Auflauf, Cranberry-Saft und hat man nicht gesehen. Deswegen, immer schwer einzuschätzen. So, dich könnte ich eigentlich auch gleich mitnehmen, aber... Nee, ich muss sowieso gleich nochmal ein bisschen was verkaufen. Und mich mal ein bisschen entrümpeln. Auf jeden Fall. So. Okay, irgendwie aktivieren sie sich jetzt schon wieder nicht so richtig. Ah, jetzt kommen sie nachgezogen. Jetzt geht's. Und fertig. So, dann können wir hier vorne nochmal das Zeug verwerten, was wir gerade bekommen haben. Da war sogar mal ein Fusionskern drin. Ey. So. Dann hauen wir hier einmal alles weg. Das Messer muss noch weg. Und das ganze Zeug noch weg. Wunderbar, alles klar. Dann kann ich ja jetzt schon quasi nochmal nach Grafton gehen, schon mal ein bisschen was reinhauen. Und dann sage ich mal, machen wir jetzt hier erstmal den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.